Und dann graben wir uns weiter. Hier finde ich keine Life-Fruits mehr scheinbar. Oh. Erstmal Luft holen. Keine Life-Fruits mehr hier, ey. Ist ja unglaublich. Nur die ganzen kleinen Scheißhöhlen. Ich brauche mal wieder ein richtig schön großes Höhlensystem, wo ich einfach durchlatschen kann. Kannst vergessen, hier finde ich doch nichts mehr. So, warte, wir machen ein bisschen Licht. So. Da ist ein Herzkristall. Ja, geil, ein Herzkristall. Den finde ich. Aber keine Life Fruits. Oh. Nice try. Nice try, bro. Herzkristall bringt mir gar nichts. Ja, und da unten ist das Dingens wieder. Das Gebiet, wo wir eh schon mal waren. Dann hat sich das, glaube ich, erstmal mit den Live-Foods erledigt für den Moment. Ich glaube, hier werde ich kein Glück mehr haben. Spelunker geht noch ein paar Minuten. Ich meine, schauen können wir. Ob wir noch was finden, aber... Glaub nicht dran. Das ist eine Mimic da drüben. Da war keine Truhe. Ah, siehste. Und was hast du Schönes? Den Dagger wieder. Den guten Dagger. Erstmal, was kann der denn jetzt nehmen? Ich kann meinetwegen die ganzen Potions nehmen. Das Dynamit brauche ich auch nicht im Inventar. Ach ja, und das Gold auch nicht. Geh weg, Junge! Was war da jetzt schon wieder? Night Vision Helmet. Können wir verkaufen. Haben wir eh schon. Also nichts Schönes mehr gefunden, scheinbar. Oh, könnt ihr mich in Ruhe lassen? Wollen nämlich alle schlagen hier. Oh, noch eins. Mit mehr Schaden, weniger Knockback. Nehmen wir. 108 Schaden. Geil. Da siehst du wohl, finden wir das Ding einfach nochmal. Spelunker ist auch vorbei. Ja, komm, dann lass uns erstmal wieder an die Oberfläche gehen. Und dann lass uns erstmal mit dem Händler hier quatschen. Komm mal her. Also, du kannst das eine Jojo hier haben. Achso, den Rest habe ich im Dingens. Warte. Müll, Müll, Müll. Shop. Ne, ich muss erstmal Peter. Wo ist Peter? Komm her. Das brauchen wir alles. Ne, das nicht. Das bleibt drin. Und das auch. Ja. Jetzt wird wieder verkauft. Nee. Bei dem hier. Also, den Philosopher Stone haben wir. Das hier kann theoretisch auch weg. Ja, haben wir auch schon. Night Vision Helmet kann weg und das kann weg. Den Rest behalten wir. Nature's Gift behalten wir nicht. Quatsch, was ich erzähle. Die Mütze da, so. Ja, läuft. Okay. Den Rest behalten wir. Ah ne, das hätten wir auch nicht.
Komm, scheiß drauf. Keine Lust, jetzt nochmal zu dem zu gehen. Das kommt hier rein. Teleportation Potion. Ey. Ach, die habe ich irgendwann mal alle weggetan, ne? Das sind eigentlich eh Quatsch, glaube ich. Weiß nicht genau, was das soll. Die teleportieren ja nur an die Oberfläche, glaube ich. So. Beim Herzkristall in der Nähe ist eine Life. Nein! Oh Mann, das gibt's doch nicht. Gut, Dirt haben wir hier. Ja, eigentlich sollten wir jetzt wirklich nach dieser Armor-Politur-Gedönse da suchen. Ah, und unser Geld mal einsammeln von dem Boy. Dann können wir den Angler gleich fragen, was er für eine Quest für uns hat. Und dann gehen wir in den Untergrund vielleicht. Ja, okay, müssen wir eh. Das trifft sich doch. Dann angeln wir uns schnell. Kevin, ne, Underground sind wir noch. Wir müssen noch tiefer, aber wir haben da auch noch einen schönen See. So, genau hier. Dann holen wir uns mal hier 103 Fishing Power. Sollte ja wohl mehr als genügen. Bombfisch. Ah, nervige Viecher. Silberrache, hau rein. Schön, dass du dabei warst. Mach dir noch einen schönen Abend, mein Bruder. Geidudo-Fisch. Ah, ich habe gerade einen Banner bekommen, weil... Ah. Weil die hier eskaliert sind die ganze Zeit. Die Spinnen. Und Leute getötet haben. Wir haben nur eine Spinne gerade, warte. Können wir ändern. So. Und hier oben. Genau, da könnten wir jetzt... Ah, wohl nee, da spawnen die ganze Zeit diese Scheißviecher. Gerade sagen, hier können wir sonst nach diesem Armor abfarmen. Oh, hier ist irgendwo eine Nymphe. Da unten ist ein Lizard. Haben die Spinnen die Nymphe gekillt? Ja, Metal Detektor. Okay. Hier können wir auch noch irgendwas finden, ne? Ich weiß gar nicht mehr, was wir dafür noch brauchen. Genau, die Viecher sollen den Scheiß mal droppen. Da ist eine Fledermaus. Bogenschützen bringen mir leider nichts. Ah, oh, eine Trifold Map. Guck mal, die haben wir, glaube ich, heute schon alleine 3 oder 4 Mal gefunden. Aber diese scheiß Armor Polish oder wie der Scheiß heißt. Hier ist eine Mimic irgendwo. Ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Los, kommt schon. Spawned.
Ah, jetzt kommen wieder die blöden Granitviecher, ey. Die sind nervig. Ja, hier haben wir auch schon mal gut Sprengarbeit geleistet. Unser Elevator ist echt dunkel. Toll, zwei Skelette gespawnt, aber beide mit Bogen. Das hilft mir nicht. Ich brauche die ohne Bogen. Noch einer mit Bogen. Ich brauche die mit diesen wunderschönen Rüstungen. Wer hat da denn so komisch geschrien gerade? Hörte sich aber nicht gut an. Oh, wir sind in so einem Mushroom-Biom. Stimmt, das gibt's ja auch noch. Da fällt mir wieder ein, wir müssen den Typen auch noch eine Wohnung bauen. Der kommt nicht, wenn wir dem kein schönes Haus bauen. Ach, das ist ja sogar das Biom hier, wo mein Elevator runtergeht. Kann mir doch mal jemand sagen. Mann, Mann, Mann. Sind wir hier schon wieder? Keine Gegner in der Nähe, ey, unglaublich. Doch, 5 Stück angeblich, aber... Ja, da, eine Fledermaus, super. Hey. Da, so einen brauche ich. Komm schon, Junge. Drop mir mal meine schönen Items, die nicht runterfallen. Hat er was gedroppt? Ich weiß es nicht. Ich spring mal eben runter. Und dann gehen wir an die Oberfläche und schließen die Quest auch mal eben ab. Ne, nur Gold. Okay. Wo hast du den Hook her? Aus einer Hollowed Chest. Hollowed Mimic, sorry. Ein bisschen Gold. Okay. Trifold Map verkaufen wir. Genau wie den Metalldetektor. In der Iron Crate, Tartar Sauce haben wir schon. Weg damit. Und wieder ein paar Fishing Potion. Okay, das haben wir. Was haben wir hier noch? Anglerfisch-Banner. Der Banner-Ding ist voll, deswegen kommst du hier rein. Torches haben wir auch schon wieder mega viele. Ey, ist das krass. Ist das krass, ey. So. Goblin Tech. GPS haben wir auch. Der Lifeform Analyzer. Wie war das nochmal? So ein paar Sachen fehlten uns noch. Displays Phishing Information. Der Radar zeigt dir die Gegner, genau. Goblin Tech macht Movement Speed Damage, okay. GPS. Das heißt, mir fehlt ja noch dieser... Was fehlt mir denn noch? Tally Counter. Ach ja, wie viele man getötet hat. Stimmt. Und hier... Das Weather Radio und der Sextant, okay. Ja, fehlt uns doch noch ein bisschen was, leider. Gut, okay. Was machen wir als nächstes, Leute? Ein paar Spelunker haben wir noch. Gleich fängt ein neuer Tag an, dann könnten wir auch wegen der Quest fragen. Oder wir könnten uns jetzt mal überlegen, wie wir gegen die Twins zum Beispiel bestehen können. Meint ihr, da würde diese Waffe schon ausreichen für? Der Stormbow? Bräuchten wir halt noch ein paar Holy Arrows wahrscheinlich. Oder Skeleton Prime. Ich weiß nicht, welcher Gegner leichter sein wird.
gehe noch mal kurz runter, bis der neue Tag anfängt und dann hole ich mir die Quest vom Angler. Vielleicht haben wir Glück und finden noch ein paar Gegner, die uns was Schönes droppen wollen. Hab zwar die Hoffnung langsam aufgegeben, aber irgendwann muss es ja eigentlich mal droppen. Oh, warte. Ach nee, Glowing Snail, die bringt nichts. Ich dachte, das wäre so ein dieser besondere Truffelwurm oder wie der heißt. Kein Glück hier. Hm, da unten ist einer. Irgendwann muss es ja mal hinhauen. So, das war der 50. den wir jetzt gekillt haben erst. Okay. Ist doch gar nicht so viele gefallen von denen. Und jeder hat 2% Chance, das Ding zu droppen. Gut, wenn man jetzt eine Milchmädchenrechnung macht, ne? 50 mal 2 sind 100. Eigentlich hätte ich es haben müssen. Leider funktioniert Stochastik so nicht. Das wäre sehr schön. Ist hier noch ein Armut-Typ drin? Nö. Brauchen mehr Armor-Typen. Access of Plug Inks, Inksucht. Echt? Wird das Spiel nicht mega langweilig, Excel? Ich erinnere mich halt nur. Was ist das da für ein Viech? Ah, eine Maus. Ich erinnere mich nur, wie ich es auf dem Handy gespielt habe. Und es war irgendwie so nach dem zweiten, dritten Mal so langweilig, weil es einfach genau immer das Gleiche ist. Zockst du es auf dem Handy oder auf dem PC? Combat spielt nebenbei Terraria. Yay! So, wen haben wir denn hier unten? Skelett! Oh, tot. Armes Skelett. Ah, da ist schon wieder so ein. Hm. Die können das leider nicht droppen. Von den Viechern habe ich immer so viele hier als Gegner.